Ja, ich hatte noch im Studium die Gelegenheit, sage ich jetzt heute mal, nach 6 Semestern, glaube ich, hat mich der damalige Schulleiter des Gymnasiums Pfaffenhofen, der einer meiner früheren Mathelehrer in Dachau gewesen war, hatte mich gebeten, auszuhelfen, weil es schon damals wenig naturwissenschaftliche Lehrer gab. Und ich habe dann ein Jahr lang als Student, als Lehrer am Gymnasium Pfaffenhofen gearbeitet. Hat sich ein bisschen aufs Studium ausgewirkt. Ich bin kaum mehr in die Schule, in die Uni gekommen, weil die haben mich mit mehr als 10 Stunden beschäftigt, was anfangs hieß, ja, das können Sie gut nebenbei machen, was aber nicht der Fall war, sondern das hat mich eigentlich doch ziemlich voll auch beschäftigt. Aber es war insofern für mich sehr gut, hilfreich. Ich habe gemerkt, es gefällt mir. Es macht mir Spaß, mit den jungen Leuten umzugehen. Es macht mir viel Freude, gerade in Physik etwas zu unternehmen, Versuche vorzubereiten, Versuche zu, ja, eigentlich nicht nur durchzuführen, sondern muss ja gut geplant werden. Und nach diesem einen Jahr als Nebenlehrer sozusagen habe ich mein Studium so schnell wie möglich abgeschlossen und bin dann als Lehrer. Hatte die Referendarzeit ganz normal in München und an 2 Schulen und dann bin ich halt Lehrer geworden und ich muss heute nach wie vor sagen, ich war sehr gerne, ich habe sehr gerne gemacht, war eigentlich, wie man so ein bisschen platt sagt, mit Leib und Seele Lehrer. Es war natürlich nicht immer angenehm. Ist halt einfach so, dass man nicht nur auf Schüler trifft, die das machen, was man sich vorstellt. Aber im Großen und Ganzen war es eine sehr gute Entscheidung, sage ich heute. Es hat mir immer gefallen. Die Arbeit mit den jungen Menschen habe ich so als bereichernd empfunden. Auch ständig neue Herausforderungen, unabhängig vom Lehrplan. Herausforderungen, sich mit ganz neuen Aspekten, mit ganz neuen Meinungen von der Jugend zu beschäftigen und auf sie eingehen zu müssen, das war schon gut. Hat mich irgendwie, ich sag mal, ein bisschen jung gehalten. Und in dieser Zeit als während des Studiums als, ich sag mal, Aushilfslehrer oder Hier Hilfslehrer, ist der, ja. wurden Sie denn dann auch ernst genommen von den Schülern? Hatten die auch einen gewissen Respekt dann, oder man sagt, das ist der Student? Ich wurde schon ernst genommen, obwohl ich im Grunde zum Teil, das war ja auch Mittelstufen, 10. Klassen, ich war nicht mal 10 Jahre älter als die Schüler, die da saßen, aber man wurde schon ernst genommen. Ich musste ja ganz normal auch Schulaufgaben vorbereiten, schreiben, benoten die Schüler und wurde von den damaligen Fachleitern, vielleicht auch aus Zeitgründen, gar nicht so sehr beeinflusst, berichtigt oder irgendwie, sondern ich konnte machen, was ich wollte. Am Lehrplan natürlich entlang, aber im Grunde machen, was ich wollte und wurde also da von den Schülern schon sehr gut angenommen. War damals schon begründet, glaube ich, ein strenger Lehrer. Und auch später in meiner ganzen Zeit als Lehrer, dann als hauptamtlicher und wohlbestallter Lehrer, eher ein strenger Lehrer, der die Schüler schon auch wissen ließ, Schülerinnen und Schüler wissen ließ, was man haben will und wie man es haben will. Aber ich habe ihm, glaube ich, andererseits zu erkennen gegeben, dass meine Einschätzung, meine persönliche Einschätzung Ihnen gegenüber als Person unabhängig ist von Ihren mathematischen Noten, sondern es war mir immer wichtiger, Sie als die Menschen zu sehen und Sie als Menschen auch zu beurteilen. Wenn halt einer, was ja vorkommt in Mathematik oder in Physik, nicht gerade glänzt, dann war das für mich in meiner Einschätzung ihm gegenüber nicht ausschlaggebend.